Das kennen wir doch alle. Nur wie kriegen wir das weg? Kleine, feine Kratzer, völlig egal. Durchs Lagern oder natürlich auch in Gebrauchsgegenständen. Am Auto, im Wohnmobil, von Fensterscheiben oder Visieren von Motorrädern. Völlig egal. Wir kennen es überall. Von Plexiglas, Acrylglas, von eingefärbt oder klar. Es gibt so kleine Kratzer oder sogar große Kratzer. Wie wir das lösen, das brennt mir sowas von unter den Nägeln. Ihr seht hier meinen Versuchsaufbau und ich kann euch sagen, ich habe schon wirklich so viel geschliffen in meinem Leben und auch wirklich Lacke zum Beispiel auf absoluten Hochglanz hochpoliert. Also das heißt mit grobem Schliff angefangen und immer feiner geworden und. Aber eins fehlt mir in meinem Portfolio, ein Rätsel für mich selbst zu lösen. Wie bekomme ich Acrylglas oder eher gesagt auch Plexiglas wirklich wieder auf Hochglanz, wenn es verkratzt ist durch Lagerung? Wir kennen es, es ist immer eigentlich geschützt durch eine Schutzfolie. Nur wenn es einmal verbaut ist oder idiotisch wie bei mir zum Beispiel gelagert, dann kann es passieren, dass dort Kratzer drin sind oder dass auch selbst feine Staubkörner durch falsches Putzen zum Beispiel einen milchigen Effekt nachher geben, weil es ganz viele kleine, hauchfeine Kratzer gibt. Ich habe das Ganze mal ausprobiert und euch natürlich auch hier gezeigt. Da seht ihr, das sind natürlich brutale Kratzer, aber auch das ist mir schon passiert, dass Oberflächen genau so aussahen. Und dann habe ich viel recherchiert, weil ich gedacht habe, eigentlich braucht man es ja eigentlich grob anschleifen, immer feiner werden und dann nachher einfach hochpolieren. Aber mit was poliere ich das nachher? Dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir zwei Testkandidaten rausgesucht. Einmal Clino Fund Acrylglas Plexiglas Politur und einmal Headlight Restore Number One Polish for Acrylglas. So, also was ganz wichtig ist, bei dem ist explizit es nur für Acrylglas. Und das hier ist für PVC, Polyester, Fiberglas, Acryl und Plexiglas. Also wahrscheinlich für mehr Sachen einsetzbar. Was die Dinger können, weiß ich noch nicht. Das probieren wir einfach mal aus. Aber wir werden es auch klassisch einfach mal nur mit Schleifen und Polieren ausprobieren. Mal gucken, wo es nachher hinführt. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Testapparatur gebaut, durch die wir durchschauen können, wenn wir schleifen und polieren. Und wir werden jetzt einen Teil davon verkratzen, extra, und einen Teil nicht, damit wir sehen, wie sieht es vorher und wie sieht es nachher aus. Wir werden es mal in drei Teile unterteilen. In der Hoffnung, dass das hier ausreicht. Hier machen wir jetzt mit unserem bösen Bruder mal so richtig schöne Kratzer rein. Ja. Schönes Geräusch. Und hier auch. Hier haben wir jetzt gar nichts gemacht. Hier haben wir böse Kratzer reingemacht und behandeln das. Und hier lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Hier werden wir jetzt mit 120er Schleifpapier starten, nämlich mit meiner Rotex. Mit ganz wenig Druck und Absaugung und Trocknen. Jetzt ist es ziemlich blind, sehr rau, aber es sieht so aus, als wenn die tiefen Kratzer hier schon weg sind. Jetzt geht's mit einem 180er weiter und alles immer noch trocken geschliffen. Schleifen wir leider so ein bisschen von dem Papier weg mit, aber ist egal. So, jetzt geht's weiter mit 400er Schleifpapier. Ja, krass, es wird schon wieder leicht durchsichtig und die Oberfläche
im Gegensatz zu hier, ist ziemlich glatt. Aber wir werden das Ganze jetzt mal einmal vorreinigen mit ein bisschen Wasser und einem Mikrofasertuch. Wir werden mal hier die ganze Schlacke abnehmen. Ja, schon nicht schlecht. Ihr seht auch schon, hier kann man schon wieder mehr durchgucken als vorher. Jetzt gehen wir auf ein 1500er Papier. Ich könnte jetzt noch ein 800er und ein 1000er, habe ich aber gerade nicht. So, was jetzt wichtig ist, ich nehme jetzt die Absaugung ab und wir werden mal ein bisschen nass schleifen. Ihr seht, hier entsteht jetzt so eine Schlacke, so eine Schmiere drauf. Die kann man jetzt aber super einfach natürlich mit Wasser wegmachen. Und dann kommt da drunter immer noch natürlich eine ziemlich blinde Fläche zum Vorschein. Wenn ihr jetzt aber natürlich euch auch mal damit beschäftigt, wie ich zum Beispiel Plexiglas satiniere oder auch Glas, dann seid ihr jetzt schon sehr, 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 sehr weit. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr schöner Satiniereffekt schon. Das wollen wir aber nicht, ne? Wir wollen ja richtig blitzeblank wieder werden. So, also man sieht hier, ich kann noch nicht durchgucken und es spiegelt sich auch noch nichts. Jetzt gehen wir von dem 1500er, und jetzt wird es spannend, zu einem 2000er Schleifpad. Danach kommt ein 4000er Schleifpad. Diese Schleifpads sind auch, ja, die sind fast so ein bisschen wie Strumpfhosen und die können trocken und nass schleifen. Ich werde es nass schleifen. Fangen mit dem 2000er an. Auch hier Absaugung natürlich ab. Bisschen nass machen. Und los geht's. Jetzt seht ihr sofort, beim 2000er wird es schon echt immer besser. Immer noch satiniert, aber schon viel, viel durchsichtiger. Viel, viel durchsichtiger. Jetzt kommen wir zum 4000er Pad. Auch hier machen wir das nass. So, jetzt gucken wir mal und ihr seht schon, ne? Tipptopp, es sind schon keine Kratzer mehr dort, aber es ist immer noch leicht satiniert, aber man kann schon erheblich mehr durchgucken. Auch das machen wir jetzt nochmal eben sauber. Ja, schon ziemlich gut, ziemlich gut. Das, was jetzt quasi kommt, das ist der hoffentlich heiße Scheiß. Nämlich, wir nehmen jetzt als allererstes mal dieses Clino Fund. Ja? So, und dieses Clino Fund, auch egal was ich damit mache, ist einmal bestückt mit so einer Schleifmaus, wie die es selber nennen. Und das ist die Soft Edition, das heißt, es gibt es auch in verschiedenen Stärken. Wir werden jetzt mal probieren, mit dieser Schleifmaus einfach mal das Ganze jetzt nicht maschinell, sondern händisch hier im unteren Bereich einfach mal clean zu machen. Gucken wir mal, was dabei passiert. Hä? Wir tragen das mal auf hier im unteren Bereich und wir registrieren, wir haben das bis zu 4000 geschliffen. Polieren es jetzt mit dieser Schleifmaus. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich kann da wieder komplett durchgucken. Hier oben seht ihr es noch satiniert und da oben kann ich durchgucken. Also durchgucken, blind, durchgucken, blind. Wow, das funktioniert ziemlich gut sogar. Das Ding ist halt, dass durch mein elektrisches Schleifen ein bisschen so ein Schleifbild bleibt natürlich. Jetzt habe ich hier unten von der anderen Seite einen fetten Kratzer drin. Ja, sonst nichts. Also, das hat schon mal sehr überzeugt. Jetzt gucken wir mal, ob dieses andere Zeug hier, ob das vielleicht ein bisschen besser ist. Das tragen wir jetzt hier auch mal auf. Auch gründlich und viel. Hierbei ist aber sowas nicht dabei. Da ist einmal ein kleines Schleifpapier dabei und so ein Poliertuch, was man auch dann 2 Minuten feste einpolieren soll. Dann gucken wir mal. Okay, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen milchig. Wir putzen es mal ab, es waren keine 2 Minuten. Aber... Okay, für mein Empfinden ist es mit der Schleifmaus besser passiert, aber das sind wirklich Details, die ja Geschmackssache sind vielleicht. Zum Schluss will ich was anderes ausprobieren, nämlich von der Firma Silverline. Ein Polish Compound, was ich schon zum Polieren von Metallen und so weiter und so fort habe. Und den kann ich hier auf meine Polierpads, auf meine harten Polierpads auftragen. Größter Nachteil bei so einem Scheiß ist immer die Aufladung. Dem Zeug tatsächlich ist es wirklich der absolute Kracher eigentlich, das Zeug. Also, was wir sehen ist, wir haben es geschafft, es wieder auf Hochglanz zu polieren und auch die fiesen Kratzer, die wir auf der Seite noch immer haben, quasi wegzukriegen. Das ist für mich ein wirklich super Ergebnis. Ihr seht, es ist ein bisschen Fleißarbeit, anders kann man es nicht nennen, aber ihr wollt ja einen Werkstoff wieder zurückgewinnen, eher gesagt, ihr wollt ein Ergebnis wieder zurückgewinnen, weil ihr euch darüber genauso wie ich ärgert, dass dieses ja nicht gerade günstige Material einfach verkratzt ist. So, und was wir hier geschafft haben, und wenn ich da jetzt mal so durchgucke, ist nicht fern von dem, was es mal am Anfang war, im Original. Heißt, das, was ich da gekauft habe, diese Polierpaste, die ist, na, würde ich sagen, es gibt kein Pro und kein Contra gegen irgendeine dieser beiden Schleifpasten und es gibt wahrscheinlich hunderttausende andere Schleifpasten noch. Ob es wirklich nur ausreicht, mit dieser Schleifmaus das zu machen oder man doch nachher noch mit einer richtigen Politur darüber gehen muss, wo man auch dazu sagen muss, meine Rotex ist keine 100%ige Poliermaschine. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ich möchte euch nur zeigen, dass ihr im Endeffekt mit so einem Schleifer das auch bei euch zu Hause machen könnt, ohne dass ihr eine extra Poliermaschine habt. Ja? Mit den richtigen Aufsätzen ist das immer möglich und die gibt es in allen Größen, 125er, 150er und. Poliermaschinen an sich sind natürlich viel größer. So, und diese Aufsätze, die ich dann dazu habe zum Nassschleifen oder nicht Nassschleifen, ganz ehrlich, man kann es im Endeffekt auch per Hand. Ihr müsst einfach nur darauf achten, fangt mit grober Körnung an, so bei 120, so wie ich,
Und dann arbeitet ihr euch langsam hoch und vergesst auf keinen Fall eine 2000er, eine 4000er, wenn ihr sogar habt, sogar mit einer 8000er Schleifscheibe auf jeden Fall rüber zu gehen. Desto feiner ihr werdet, desto besser wird es. Beim Nassschleifen bin ich mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob das so ganz intelligent ist, weil denn diese Schleifmilch, die dabei entsteht, die verursacht natürlich wiederum mini kleine Kratzer und füllt nicht so richtig die Lücken. Wovon ich total begeistert bin, ist dieses Silverline Polished. Und da das Ganze ist nach Farben sortiert, ganz wichtig. Und das Fine Blue, das ist für Plastik auch. Ganz wichtig. Nur das Fine Blue ist auch für Plastik. Also das finde ich wirklich richtig cool. Das hat dem Ganzen nochmal jetzt zum Schluss beim Polish nochmal einen richtig schönen Glanz gegeben. Was ein Riesennachteil natürlich ist, und das brauche ich euch nicht zu verraten, das wisst ihr selber, alles was ihr schleift, wird natürlich vom Material her dünner. So, das heißt, wenn ihr mit einem sehr, sehr dünnen Material schon überhaupt zu tun habt, dann überlegt euch, ob es überhaupt wirklich funktioniert, weil ich habe es nicht gemessen, weil es sind schon Mikrometer wahrscheinlich, die ich in so einem Schleifgang dort nur im Endeffekt abnehme, aber versucht auf großflächig zu schleifen. Wenn ihr einen Kratzer habt, dann fangt bei dem Kratzer mit dem groben Schleifpapier an und desto feiner ihr werdet, desto größer wird die Schleiffläche, die ihr schleifen müsst. Und dann nachher natürlich polieren, noch weiter außenrum die gesamte Fläche zu polieren. Weil auch beim Schleifen, besonders wenn ihr an so Kanten kommt, werdet ihr immer so ganz leicht von dem Druck die Kante etwas mehr schleifen als das innere Stück. Dann entstehen so unschöne Spiegelsituationen, nämlich so abgerundete Kanten an den eigentlichen scharfen Kanten. Ein Nachteil hat's immer. Und da dies keine Werbung ist, sondern mein eigenes Experiment, weil ich wissen will und wissen wollte, wie es funktioniert, gibt's einmal diesen Presto, das ist halt diese Tube hier, nur für Acrylglas. Den Kino Fund habe ich ausprobiert und eben mein Silverline Blue. Mit all dem zusammen, ich bin im Endeffekt eigentlich sehr zufrieden. Achtet nur darauf, was ihr wirklich habt, ob ihr Acrylglas habt oder es doch ein anderer Verbundstoff ist. Also checkt das auf jeden Fall aus. Ich bin mega happy, ich habe es euch gezeigt, wie es funktioniert. Und lasst mir auf jeden Fall Kommentare da. Wie poliert ihr oder wie bekommt ihr Kratzer aus Acrylglas heraus? Das würde mich total interessieren. Ich fand es super, dass ihr dabei seid. Hier ist das nächste Video und da könnt ihr mich abonnieren. Lasst mir einen Daumen da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denn hier geht's weiter mit Bau Rumbang.